So, und da sind wir dann wieder zu, ja, der letzten Map von Episode 1 von. Richtig? Episode 1, habe ich gerade gesagt, hoffentlich. Ja, für Herbetic. Würde mal sagen, let's go, mal gucken, was uns erwartet. Ich weiß auch gar nicht, ob es einen richtigen Endboss gibt. Doch, da gab es glaube ich diese komischen, diesen riesigen Schädel da. Mit dem Kackhelm. Oh, mal gucken. Nein, da. Aufschluck. So, erstmal hier ein paar Gegnerfahrtmöbel. Ja, gib mir mal nicht so auf den Sack hier. Machen wir erstmal ein bisschen. Oh. So, sehr schön. 1, 2, 3, 4 von denen. Ah, super. So. Rumwerfen müssen. Die Werfer mit Sterben. So. Doch. So viele sind doch da. Ach, gar keiner. Noch eine Hand. Oha. Sieht mal, ihr habt noch Lava aus. Hier mit härtere Geschosse ran. Wow, die aber auch. Okay, einer lebt noch. Na. Ich korrigiere, einer lebte noch. So, hier unten sieht nicht sehr gesund aus. Kann ich da einfach. Natürlich nicht. So, die Flares habe ich schon mal. Oh, scheiße. Das wird aber weh. So, jetzt bin ich hier oben. Okay, hier oben gibt es jetzt. Oh! Hier oben gibt es ja zum Glück diese Dinger hier. Haben wir wieder 100%. So, gucken wir mal ganz kurz. Hier ist ein Schalter. Der öffnet das Ding da. Ach du Kacke, da hinten. Ach ja, die Dinger. Ja, okay. Ah, gut. Das Problem bei denen ist, die kommen immer wieder. Oh, schon kommen neue. Danke dafür. Das heißt, ich werde erstmal versuchen, nach ganz hinten durchzustoßen und dann. Bis nämlich die Dinger runtergehen. Zumindest habe ich das früher immer so gemacht. Genau. So, jetzt müssen nämlich alle rauskommen. Jawohl. Dann kann ich hier draußen bearbeiten. Sehr schön. Kommen die jetzt oder kommen die nicht? Oder? Thank you.
Okay, du hast jetzt schon mal Ruhe. Aua! Das klingt doch so scheiße, ey. Okay. Sieht doch gleich mal viel angenehmer aus. Gütchen, dann haben wir schon mal. So, und hier war jetzt dieser Rot. Wow, was macht denn da? Ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Ach, die sind schon da unten. Oh, super. Könnt ihr ruhig bleiben. Wenn ich jetzt hier mit abwerfe, beziehungsweise die erstmal runterfallen und dann explodieren lasse. Ist das eine gute Idee? Ah! Schüssel! Kommen wir wieder hoch? Ja, diese Kaktornados. Ah, ja, genau. Ah, sehr schön. Das Witzige ist, diese Tornado kommen mit hoch. Kommen aber hier, glaube ich, nicht. Ich hab jetzt hier eiskalt getroffen, ich glaub's ja. Da muss ich wohl ein bisschen besser aufpassen hier. Das geht ja mal gar nicht. Hm. Oder spring einfach in den Tod. Und dann würde ich mal sagen, immer gib ihm. Ach, sind ja zwei! Scheiße! Nein, das wird noch nicht so Tornado. Please go away. Aua. Tut doch weh. Ah, die verloren beide. Das. Wow, genau richtig aufgegangen. Aufgehört. Ja, komm mal, weg. Geilo Mato. Läuft doch. So, jetzt muss ich mal da in der Mitte aufs Spielfeld rauf. Und der Tornado hat mich schon fest im Griff. Denkt er zumindest. In Wirklichkeit habe ich ihn im Griff. Er merkt es nur nicht. Uah! Scheiße. Ist ja gut jetzt. Boah, Alter, von so Tornado in so eine Ecke gedrängt zu werden, ist nicht nett. Da kommst du nämlich so schnell nicht mehr raus. Weil der Tornado einen halt immer wieder in die Ecke drückt. So, war da hinten jetzt noch was? Ja, eine blaue Perle. Achso, ich bin schon voll. Ja, schön. Die Frage ist jetzt, was machen wir in das Platz? Mit der Waffe oder mit der Waffe? Weil ich weiß noch, dass da hinten später Gegner rauskommen. Ich weiß aber nicht mehr, wie viele und wie stark die sind. Aber dass es Endlevel ist, sind wahrscheinlich relativ stark. Wir probieren einfach mal beide Methoden. Nicht direkt ins Lava gefallen. Oh, das ist ja schon tot. Das ging ja schnell. Nein, wo ist... Fuck you. Ich sollte erstmal das Ding auswählen, dieses Unsterblichkeit, und dann reinrennen. Na komm!
Halt, wo ist das? Mann, ey, ist doch nicht mehr normal hier. Fick doch dein Leben. Schnauze jetzt hier. Was hab ich das Ding aufge... Ich krieg eine Krise. Danke dafür. Ja, okay, komm, leg mich. So, haben wir das Ding schon mal ausgewählt? Liegt immer noch. Warum lebt der noch? Ich hab ihn doch gerade voll getroffen, oder nicht? Alter. Oh komm, jetzt bleib ich bei dem Ding hängen. Alter, ich krieg eine Krise. Ach, Reminärchen, immer die gleiche Kacke hier. Machen wir nochmal ein Tänzchen, um ihn da wegzubekommen. Sind doch fast tot. Fällt mir mal so auf. Ah, schon in die falsche Richtung. Ach, da muss ich. So. Okay. Schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Ach man, die Tornados, Alter. Ich muss erstmal warten, bis die Tornados weg sind. Solange wie die da sind, kann ich gar nichts machen. Zumindest ist nichts Sinnvolles. So, jetzt habe ich dann zumindest wieder ein bisschen Leben. Hä? Müsste er erst nicht aufhören? Ich wollte gerade sagen. So, jetzt da rein. Was ist denn draußen los? So, das Ding müsste eigentlich auch schon aufgegangen sein, oder? Ja. Okay, das war's jetzt schon. Gut, das heißt also, wenn man die richtige Strategie strategiert, dann ist es gar nicht mal so. Darum ist jetzt das Ziel. Ja gut. Sogar, wir haben sogar jetzt noch einmal dieses Unsterblichkeitsdingsmuster bekommen, und zwar direkt hier am Ende. Ist natürlich irgendwo nice. Bringt uns jetzt natürlich eher weniger. Vor allem, weil wir jetzt das Level verlassen werden. Und wenn ich jetzt mein Change Map mache, um in die zweite Episode zu gehen, haben wir wie gesagt eh nur von jedem Item immer nur eins. Was natürlich nicht so gut ist. Ja, hier ist ein Level zu Ende. Okay. Gut, dann ja, sehen wir uns bei der nächsten, beim nächsten Dingsabumstar. Change Map E2M1. So, genau. Hallo. Sehen wir uns zur zweiten Episode wieder. Yay! Na dann, in dem Sinne, schau mit V.